Wir wurden um 7:15 zu einem Verkehrsunfall mit eventuell eingeklemmter Person gerufen. Als wir hier ankamen, haben wir einen PKW vorgefunden, der in die Böschung und gegen einen Baum gefahren war. Der Rettungsdienst hat uns darum gebeten, um den Patienten schonend aus dem Fahrzeug zu holen, dass wir die Seite komplett aufmachen, damit die da besser ran können. Das ist mittlerweile heutzutage der Standard geworden, weil das geht immer noch sehr schnell und für den Patienten deutlich schonender. Also wir hatten auf dieser Strecke in den letzten 4 Jahren, ist es jetzt der 2. Verkehrsunfall. Beim Eintreffen haben wir auch festgestellt, der Fahrer saß auf dem Beifahrersitz. Er scheint sich selber rüber bemüht zu haben. Wie, wissen wir selber nicht, können wir uns auch nicht erklären. Aber es war für uns natürlich leichter. Also nach Rettungsdienst war die Person nicht schwer verletzt, aber hat wohl, ich sag mal, im Bereich der Schulter und des Kopfes was abbekommen. Durch die Airbags, die mittlerweile vorhanden sind, auch dieser PKW hatte einen kompletten Kopfseiten-Airbag, was ihm natürlich förderlich war. Wir befinden uns hier auf einer Kreisstraße. Wir haben jetzt die normale Morgenfeuchte, die wir auf der Straße haben. Wie es zu dem Unfall kam, können wir leider nicht zusagen.